Ein ca. 2 Hektar großes Gerstenfeld und eine bereits gemähte Weidefläche brannte am Sonntag zwischen Amkatteloh und Mühlenstraße in Witten-Stockum. Die Stockumer beobachteten erst eine große gelbe Staubwolke, die beim Mähdreschen entstanden ist. In nur wenigen Sekunden wechselte die Wolke die Farbe in grau-schwarz. Der Geruch von verbranntem Feld breitete sich in Stockum aus. Um die Ausbreitung des Feuers zu unterbinden, wurde eine Schneise zwischen dem Gerstenfeld und der Brandfläche hineingepflügt. Die Berufsfeuerwehr löschte die betroffene Brandfläche und den Zaun der anliegenden Weidefläche. Die Feuerwehr untersuchte den Mähdrescher mit einer Wärmebildkamera. Es wurde eine Probefahrt durchgeführt und der Mähdrescher erneut untersucht. Die Ursache für den Brand ist unbekannt. Anschließend setzte der Mähdrescher seine Fahrt fort und mähte das verbliebene Gerstenfeld.